Willkommen zurück zu The Last of Us Folge 10 und wir rüsten uns aus oder haben uns ausgerüstet, um das Auto zu finden oder beziehungsweise wir benötigen ein Auto und Bill will uns ja dabei helfen. Hey, ich schwöre dir, wenn du was geklaut hast. Mann, der soll mal den Stock aus dem Arsch nehmen. Joel, du behältst sie doch im Auge, oder? Ich pass auf. Ja, Bill traut Ellie anscheinend noch nicht so richtig. So, hier haben wir aber anscheinend nichts, was wir noch sammeln können. Nee. Gut, dann geht's weiter. Nagelbomben haben wir jetzt bekommen in der letzten Folge und natürlich die Schrotflinte, die uns sehr, sehr viel weiterbringt. Geht's da oben noch rauf? Ich möchte mich hier noch ein wenig umsehen. Nein, da geht's nicht rauf, okay. So. Ui. Sehr schick. Wow. Schön hast du es hier. Tja, wenn du was zu beichten hast, bist du hier genau richtig. Ich habe jede Menge zu beichten. Ja. Okay. Zeit zu packen. Ah, Moment, ich gehe noch mal kurz hier lang, bevor wir da weitergehen. Das ist nicht der Beichtstuhl, sondern mein Zimmer. Okay, ich werde nichts anfassen, aber... Da hätten wir doch beinahe die Tabletten vergessen. Und was zu lesen. Anscheinend von Robert, Bombennotiz. Eine Gruppe Runner hat die meisten Bomben im Süden der Stadt ausgelöst. Zeit, neue zu platzieren. Nicht vergessen, alle Bomben auf der Karte markieren. Ja, also hat sich hier... Oh, wir haben den Stuhl angelehnt. Hat sich hier Bill doch so sein eigenes Reich gebaut, damit er überleben kann. So. Ellie, komm schon. Dort. Da ist die Schule. Okay. Lincoln High School. Bereit? Werden wir sehen. So. Oh Mann! Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Ja. Ist doch nichts. Wenn du meinst. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Das sieht für mich danach aus, als ob wir gleich Gesellschaft bekommen. Hey, habt ihr das gehört? Seid ruhig. Ja, ich sehe schon da eine Ecke stehen, da oben. Ja, da steht schon jemand. Das hört sich an nach Klickern. Ich hoffe, wir haben keine Runner, weil die sehen uns ja dann. So, dann gehen wir da hinten. Uah. Und hier um die Ecke... Ja, da steht... Langsam, Ellie, langsam. Ach nee, das ist nur... Das ist nur das Schloss. Das ist nur der... Das ist nur das Schloss, weil ich dachte, da wäre was, was gewesen. Ich würde den gerne von hinten packen und dann erledigen. Stirb! Stirb! Oh, oh, nein, nein, nein! Das war ein Fail. Das war mal wieder ein Fail. Mann! Okay. Okay, da haben wir unseren... Lauschmodus, Distanz brauchen wir nicht. Ja, wenn wir das Ganze... Vielleicht können wir die auch einfach umgehen. Warum wir da nicht... Rechts. Ja, Bill macht das anscheinend schon, so wie es ausschaut. Jetzt scheinen die... uns nicht mehr zu hören. Ui, freue ich mich schon auf Evil Within. Das wird auch so ein Ding. So. Gucken wir mal, dass wir... Oh nein! Puh!
Hoppala. Ah, oh, der braucht Hilfe. Ich komme, Bill. Ja. Mist, wir müssen zusehen, dass wir auch eine Klinge mal wieder bauen. Wow. Jetzt kriegen wir Gesellschaft. Ah, so ein Mist. Das ist jetzt alles unnötige Verschwendung, die wir jetzt hier veranstalten. So, jetzt gucken wir mal, dass wir das Ganze ein bisschen agiler angehen und ein bisschen schneller lösen. So, die scheinen wieder weggelaufen zu sein zu ihrem... Ah, ich muss mich mal eben jucken. Aua. Oh. Oh. Oh, der schnell... Oh, warum sind die denn so schnell unterwegs? Billy, lass es sein! Ja, ich würde denen ja gerne helfen, aber dann kommen die anderen. Und ich habe keine Lust jetzt hier. So. Ups. Oh, jetzt kriegen wir ein bisschen Kundschaft. Ja, Bill, lass es. Er kann aber auch nicht. Er kann nicht ohne. Oh. Oh nein. Oh nein. Ha. Ja, ich hatte ja mal gesagt, dass es schon Passagen geben wird, die ein wenig länger brauchen. Wo ich doch gedacht hatte, wir kommen da etwas schneller durch. Aber dem ist nicht so. Wir werden jetzt einfach mal das Ganze ausprobieren mit den Nagelbomben, wenn wir schon einmal dabei sind. Und mit den Molotow. Wow. Brennt, ihr Mistsäcke! Brennt! Brennt! Ihr verdammten Wichser! Brennt! So, der eine hat Schrotflintenmunition liegen gelassen. So. Na also, geht doch! Mann! Was strengen wir uns denn da so an? So, machen wir das Ganze. Die möchte ich nicht im Rücken haben. Ja, der muss noch ein bisschen, der braucht noch ein bisschen, bis er seine Parkposition erreicht hat. So. Mann, was ein Stress in dieser Folge jetzt hier. Schauen wir mal, dass wir den Rest jetzt ein bisschen leichter angehen. Okay, das mit leichter wird wohl anscheinend nichts. Glaube ich zumindest. Und den haben wir für dich noch, komm. Ach nee. Wo ist denn die Flamme? Hier. So. Das war jetzt total verschwendend. Das war jetzt total super im Survival-Game, dass man da alles raushaut für so drei pisselige Gegner. Total super. Na klar, natürlich. Ja. Wir brauchen ja davon auch nichts. Aber wir können einen Molotow herstellen. Weil wir ja drei Medikits haben, Maximum. Wir können ja... Oh, da kommen wir sogar direkt drei wieder. Ja, ich beeil mich. Was sagt denn unsere Tabletten? Okay, 20 von 50. Wir brauchen 50 Tabletten. Oh, da steht auch einer.
Da sind Tabletten, ich seh's schon. Ich möchte die gerne dahin locken, dass ich da den Molotow werfen kann. Das hat schön geklappt. Haha. Brennt! Ihr Hexen, brennt! Jetzt machen wir gerade mal ein bisschen Hexenverbrennung. Ich glaub, das war's. In dieser Folge. Wir sind noch nicht sicher. Genau, wir sind noch nicht sicher. Was haben wir hier? Okay. Ich habe jetzt gedacht, das wäre so eine Antenne. Das scheint aber auch nicht zu sein, oder? Ne. So, können wir denn noch was herstellen? Nein, okay. Eine Klinge wäre echt super, dass wir nochmal zusätzlich ein bisschen Sicherheit haben. Mist, verschlossen. Moment, ich habe einen Schlüssel. Na toll. Da hätte er vorher nicht sagen können. Wir sollten sehr leise sein. Okay, wir sollten sehr leise sein. Ganz ruhig. Oh, oh. Ja. Hier hinten, liegt hier hinten vielleicht noch irgendetwas? Nein, da liegt nichts, okay. Wir sollten ganz leise sein. Ah, jetzt weiß ich, was kommt. Ich erinnere mich, jetzt kommen mal wieder die Erinnerungen hoch. Mhm. Ja. Da liegen auf jeden Fall Flaschen. Oh, 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 oh. Das hat sehr gut geklappt. Wie gut, dass er im Schatten liegt. Man sieht's nicht. Ah, und ich habe irgendwie das Gefühl, mir krabbelt immer die ganze Zeit irgendwie so eine Spinne ans Bein. Du hast wohl nicht übertrieben, oder? Auch so. So, dann schauen wir mal, weil ich weiß zwar, wo wir hin müssen, aber ich möchte doch gerne mal schauen, ob wir vielleicht da oben ein paar Utensilien sammeln können. Die wir. Da liegt eine Flasche und ein Klicker läuft da rum. Da oben laufen. Ich glaube, drei Runner sind da oben. Ja, der hat uns schon gesehen. Das ist natürlich nicht gut. So, jetzt natürlich die Frage der Klicker. Der hat uns auch gehört. Das finde ich gut. Los, 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 los. Den habe ich ja. Puh. So, gut, das ist dann. Naja. Da ist wieder ein Firefly-Anhänger. Den schauen wir uns jetzt mal eben noch ganz schnell an. Peter Morzig. Oder Morzig. Da ist irgendwie Anhänger von Mitgliedern der Fireflies Miliz getragen wird. Ja, das wissen wir ja. Ja, ich beeile mich ja schon, Ellie. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Wir bewegen uns durchs Haus. Und der kleine Peter schaut raus. Lalalalalala. Da haben wir wunderbar, da haben wir Klebeband. Das heißt, wir können ein Messer wieder herstellen. Das machen wir doch glatt. Dann haben wir wenigstens schon mal zwei. Oh, vielleicht. Warum zündet er jetzt den Molotow an? Ich wollte doch eigentlich gar nichts ausgewählt haben. Naja. Vielleicht sollten wir ein wenig den Rasen mähen gehen. Oh, wäre das eine geile Waffe, die man benutzen könnte. So einfach mal mit dem Rasenmäher über die Klicker fahren. So ein bisschen erinnert das ein wenig an Sinister. Da war auch so eine eklige Szene. Falls ihr den Film nicht gesehen habt, solltet ihr euch den auf jeden Fall mal reinziehen, falls auf Horror steht. Sinister. Ich sag nur Gartenarbeit. Das Video, das ist top. So. Ich bin mir sicher, dass das noch nicht alles gewesen sein wird oder muss zu dem Zeitpunkt, denn weil hier kommen glaube ich auch noch welche, ja. Das ist aber ein Klicker. Na
hat uns gesehen. Wir haben uns alle gesehen. Oh, das ist gar nicht gut. Hier drüben! Boah, lad nach, lad nach. Jetzt hab ich aber die Schnauze voll hier. Oh, verpiss dich. Du auch. Meine Güte, was ist denn hier? Oh. Wenn ich auch eine Waffe hätte, könnte ich auch ein paar erledigen. Ruhe, Klappe halten. Genau, Klappe halten. So, dann nehmen wir hier mal so ein bisschen die Sachen auf. Haben wir denn jetzt hier... Nein, sollten wir nachladen. Wenigstens haben wir jetzt Ruhe. Zwar sehr, sehr verschwenderisch. Huch, Ellie, wolltest du nicht ein bisschen schaukeln? Ich gehe auch mal eine Runde schaukeln. Okay, oder nicht. So, da liegt was am Grill. Lecker. Oh, jetzt so einen gebratenen Klicker. Schön. Schön pilzig. Und dann auf den schönen, super Gartenstühlen, die so den Sonnenuntergang genießen. Ja, der irgendwo schon weg ist. Weil wir schon mittlerweile... Ah, da ist er. Ja. Oh, hier gibt's wieder Bogenmunition. Ah, mich juckt schon wieder. Ich sag ja, irgendwie habe ich das Gefühl, mir krabbelt die ganze Zeit so eine Spinne in meinem Gesicht. Oh, wäre das gemein, wenn jetzt hier so eine Spinne so vor mein Gesicht auftauchen würde, sich abseilen würde von der Decke. Das wäre so gemein. So, da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin. Da liegt ein Backstein links. Da liegt noch Utensilien. Für die Werkbank. So, dann war das jetzt, ich meine, es war hier lang, glaube ich, irgendwo, ne? Hier waren wir drin, ja. Ach ja, genau, hier lang war es gewesen, ja. Hier lang. Sie ist von drin verriegelt. Ja, super. Wie wäre es denn damit? Was, die Katzentür? Joel, das ist dein Ding. Sei sehr vorsichtig. Na klar. Vielleicht wäre eine Waffe echt nicht schlecht. Okay, Bill. Drin sind noch mehr von diesen Klickerdingern. Oh, Scheiße. Okay. Sie haben uns nicht gesehen. In Deckung bleiben. Wir haben auch keine Nahkampfwaffe mehr. Das heißt, ich lasse sie jetzt einfach links liegen. Und geh einfach dran vorbei. Ganz sachte und langsam. So dass wir die nicht aufwecken. Und auch hier keinen Stuhl berühren oder sonst was. Aber ich möchte mich trotzdem hier drin einmal umsehen. Hier was liegt. Da leuchtet aber nichts. Da steht auch jemand. Auch so ein Klicker. Psst, ganz leise jetzt. Ganz leise. Fernseher anschalten. Vielleicht läuft der Klicker TV. So. Ich gehe nochmal eben aufs Klo. Eine Wurst machen. Eine Conchita-Kackwurst. Ah, vielleicht ist hier noch. Oh, da liegt Munition. Da hinten nicht auf. Also, das ist aber mir zu. Ich versuch's mal. Ja, yes. Das hat ja wunderbar. Das hat ja wunderbar geklappt. Für ein Klebeband und ein Lappen. Damit ein neues Messer machen. Mit dem Lappen können wir ein Messer machen.
dann mal ganz schnell raus hier. Da liegt okay, noch was. Los, hoch jetzt. Aufs Wohnmobil und rüber. Das und damit na los, na los, na los. Hätten wir das geschafft. Yay! Yeah. Ein Baumhaus. Cool. Waren wir also leise genug. Dumm, 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 dumm. Boah, war das anstrengend. Wer hat das da gelassen? Hast du Freunde hier? Nein. Aber ich kann mir schon denken, wer den Weg nutzen könnte. Ja, immer mit der Ruhe. Die Schule ist nebenan. Komm, Ellie. Oh, hier gibt es wieder jede Menge wahrscheinlich. Können wir was bauen? Nee, können wir nicht bauen. Mir fällt auf, wir haben auch noch kein großartiges Medikit benutzt. Wir haben sonst immer Lebensmittel gefunden. Aber das brauchen wir wahrscheinlich auch noch später. Ja gut, und wir sind natürlich schon ein paar Mal gestorben, ein paar Mal draufgegangen. Da hinten liegt okay, noch. Okay, wir sind sicher. Jawohl, Tabletten, Tabletten. Ja. Nein, alles klar. Alles klar, keine okay. Gehen genau. Wir weiter. So. So eine Küche erinnert mich auch irgendwie ab und zu an Paranormal Activity. Ich habe schlechte Erinnerungen davon. Ich bin psychisch ein wenig... Hab psychisch ein wenig davon mitgenommen. Ein wenig labil. Ach, das mit dem Schatten da und dem Kronleuchter. Hey, Joel! Ja? Lass mich eben mich umsehen, ja? Kumpel? Lieber Billy, ich möchte mich oben ein wenig umsehen. Oh, Lappen. Munition. Sehr, sehr schön. Da lag doch noch mehr Munition, oder? Ne, doch nicht. Haben wir denn das nachgeladen? Ja, ne? Das haben wir alles nach. Aber nicht die. Aber das ist Gewehrmunition. Das können wir so nicht gebrauchen. Okay. Was haben wir hier? Panda Patrol! Yeah, der neue Kinderfilm. Jetzt im Kino. Panda Patrol. Oh, was ein niedlicher Roboter. Und meine Nase juckt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich fange gleich an zu niesen. Aber hey, ich... hast du kurz Zeit? Ja, klar. Was ist los, Ellie? Ja? Ich wollte sagen, dass es mir leid tut. Wegen Tess. Das war's. Ich fange nicht wieder davon an. Ellie, mach dir keine Sorgen um mich. Wir sollten nach Bill sehen. Okay. Ja, Ellie macht sich noch ganz schöne Vorwürfe wegen Tess. Aber sie trifft ja keine Schuld. Es war ja Tess' Idee. Halt dieser ganze Job hier. Wie es ja so schön heißt von Grushin. Hat das Grushin gemalt? Gushin oder Gushin, wie der heißt? Sieht mal aus wie, ein bisschen aus wie der Slenderwald. So, genau, wir können einen Molotow machen, herstellen. Nicht machen. Und maximal Gesundheit. So, wir haben 35 Pillen, das heißt, wir brauchen noch ein bisschen. Nein, du zündest nicht den Molotow an. So, wir sollten nach Bill sehen, das tun wir auch. Das ist voll. Da liegen noch. Jawohl. Okay. Hilf mir hier mal kurz. Aber selbstverständlich. Ich juckt schon wieder in die Nase. Uiuiui. Was hab ich gesagt? Da ist der Truck. Ragt aus der Schule raus. Na los. Da hinten ist der Truck. Der ragt aus der Schule raus. Da sind einige. Wir müssen leise sein. Wir müssen leise sein. Wir müssen zur Schule. Und wir müssen natürlich die Teile aus dem Truck dann ausbauen für das Auto. Aber ich würde sagen, das machen wir in einer weiteren Folge. Let's Play The Last of Us. Und das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut. Tschüss.